Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht jetzt vielleicht im Hintergrund schon, wir haben heute Verstärkung. Lana ist auch wieder mal mit dabei, aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, die ist eher so im Schlafmodus gerade. Aber wir ziehen heute richtig durch, denn ihr habt euch ein neues Workout von mir gewünscht. Ein Beine-Workout, ein ganz besonderes, und zwar mit dem Fokus auf die Oberschenkel-Innenseite. Also die werden wir heute richtig zum Brennen bringen. Und damit wir dort eine richtig schöne, straffe Muskulatur aufbauen, habe ich die besten Übungen in ein Workout vereint und ich habe sogar noch viele richtig gute HIIT-Übungen mit eingebaut, damit wir auch noch Energie und richtig schön viel Fett verbrennen. Also ein perfektes Kraft-Ausdauer-Workout, dann steht unseren Beinen, unseren schönen, schlanken Beinen nichts mehr im Wege. Vergesst aber natürlich nie, auf eure Ernährung zu achten. Ich verlinke euch wie immer sehr, sehr gerne hier meine Ernährungsplaylist mit vielen Tipps, Tricks, Rezepte und vieles mehr. Denn die dürfen wir natürlich auch nicht vernachlässigen. Aber jetzt würde ich sagen, schmeißt euch in eure Sportoutfits. Also mein Outfit verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Mit meinem Rabattcode bekommt ihr nochmal 10%, richtig viele Gratisprodukte und ihr nehmt automatisch am Gewinnspiel teil. Deshalb schaut mal gerne unten hier vorbei. Und jetzt, let's go! So, ich hoffe, ihr seid es bereit. Ich glaube, Lana ist nicht bereit, die ist eher auf Schlafen eingestellt, aber wir lassen uns jetzt nicht demotivieren. Wir starten jetzt direkt los, und zwar mit einem Hampelmann. Und jedes Mal, wenn wir die Beine zusammengeben würden, überkreuzen wir vorne die Beine. Das sieht also so aus. Hampelmann und überkreuzen. So sieht die erste Übung aus. Es geht los. Ich glaube, ihr seid warm. Jetzt gibt es gleich mal eine intensive Übung, und zwar seitliche Ausfallschritte. Wir gehen auf diese Seite und sliden auf die andere. Also richtig schön unten bleiben, und ihr spürt jetzt sicher gleich schon hier innen richtig schön brennen. Tief unten sitzen, also wirklich runtergehen und sliden. Auf die Matte. Jetzt machen wir uns mal gemütlich, so wie es Lana auch hier hat. Und jetzt geben wir das obere Bein auf die Seite und mit dem unteren Bein zeichnen wir Kreise. Also wirklich schön hochgeben und Kreise machen. Richtig schön, ihr könnt jetzt genauso liegen bleiben. Wir machen jetzt 20 Sekunden von den 40. Einfach solche schnellen Bewegungen auf und ab. Und dann halten wir für die restlichen 20 Sekunden das Bein einfach gestreckt nach oben. Geschafft. Puh, sehr, sehr gut. Bevor jetzt die andere Seite dran kommt, machen wir wieder eine richtig intensive Übung. Und zwar, wir gehen in Plank, kommen hoch, gehen in diese Squat-Position
und machen einen Sprung. Wieder zurück, hoch, Sprung. Position bringen und wir kreisen. Wieder auf und ab, richtig schnell, und dann halten wir wieder für 20 Sekunden. Los geht's! Und wir halten! Richtig schön in der Luft lassen, nicht ablegen. Wir kommen wieder nach oben, und was wir jetzt machen ist, wir stehen auf einer Seite der Matte, machen Kick, Kick, also nach innen, laufen und wieder Kick, Kick und wieder laufen. Also meine Oberschenkelinnenseite, ja, ich spüre es, sagen wir so. Jetzt wieder rauf, rauf, runter, runter. Und hier wirklich Spannung halten. Konzentriert euch auf eure Innenseite der Oberschenkel. Alles. Wir machen Sumo Squats, also breit stehen, Knie und Beine, also Füße nach außen drehen, Hüfte vor, und wir
gehen jetzt schnell rauf und runter. Und ich sag's euch, es wird jetzt so schön brennen. Aber schaut wirklich, alles muss nach außen zeigen. Tief runtergehen, ganz tief runtergehen. Also wirklich alles schön nach außen zeigen und wir halten jetzt die letzten 40 Sekunden die Squat-Position, die Sumo-Squat-Position. Tief sitzen, wirklich tief sitzen, gebt jetzt nochmal alles. Lana lässt einfach das Ganze richtig kalt. Für sie war es einfach richtig entspannt. Sie hat hier Pause gemacht und wir haben durchgezogen. Ich hoffe, euch hat das Workout gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir sehr, sehr gerne Videowünsche, Workout-Wünsche unten in die Kommentarbox. Ich freue mich immer drauf. Ich mache gerne das, was ihr sehen wollt. Und bis dahin, macht es gut. Vergesst nicht meinen Kanal hier kostenlos zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!